Hiho und willkommen zurück. Ich bin euer Commander Ron. Und auch wenn wir das letzte Mal uns zurückziehen mussten, heißt das nicht, dass wir geschlagen sind. Wir haben kein Geld, keine Ressourcen, keine Zeit. Deswegen würde ich sagen, ja, wir ziehen direkt los. Sie haben das düstere Event abgeschlossen. Aber da ist nichts, was wir gerade tun können. Also, Avenger berechnet neuen Kurs. Go! Fliegen wir. Und scannen hier ein wenig. Diese Ergebnisse könnten sich als kritisch für unsere Bemühungen erweisen, Commander. Ich habe mich schon immer gefragt, wie die Aliens sich solch ein Wesen ausdenken. Gibt es da draußen eine andere Welt voller formwandelnder Kreaturen? Oder sind sie lediglich ein weiteres das Produkt Imitationsgerät? Sehr wichtig. Also wirklich, wirklich sehr wichtig. Alien-Legierungen habe ich leider noch nicht, deswegen, Als nächstes würde ich sagen, die Widerstand. Ich sehe eine Reihe wichtiger Anwendungsmöglichkeiten für diese Technologie. Das ist schön, Teil. Ich lasse Ihnen einen Bericht zukommen, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Komm mal. Oh, jetzt beginnt was. Ich denke, was beginnt. Hallo, Commander. Ihre jüngsten Aktivitäten sind Advent nicht entgangen. Unsere ungebetenen Gäste sind in Bewegung. Advent verwendet einiges an Ressourcen und Personal auf geheime Produktions- und Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt. Die genauen Details dieser Operationen sind streng geheim. Aber sie alle haben eins gemeinsam. Ein Wort taucht in all ihren Dateien auf. Avatar. Ich glaube, dass die von uns entdeckte Geheimeinrichtung nur ein Teil dieses Avatar-Projektes ist. Nach allem, was ich in Erfahrung bringen konnte, ist es in Wahrheit um einiges größer. Dieses Projekt wird von der obersten Riege von Advent gesteuert. Von einer Quelle, die ich noch nicht bestimmen konnte. Alle Versuche, ihre Identität zu ermitteln, sind gescheitert. Es wird Zeit für eine direktere Herangehensweise. Auch wenn wir die genaue Natur dieses Avatar-Projektes nicht kennen, können wir es trotzdem stören. Wir müssen diese Geheimeinrichtungen mit Hilfe lokaler Widerstandszellen ausrotten. Stören Sie die Aktivitäten des Feindes und decken Sie die Wahrheit auf. Finden Sie die Quelle des Avatar-Projekts und vernichten Sie sie. Sollte der Feind mit seinen Bemühungen erfolgreich sein, wäre das sicher unser aller Ende. Ich vertraue darauf, dass Sie alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um diese Bedrohung zu eliminieren, Commander. Wir verfolgen hier den Fortschritt der Aliens bei diesem Avatar-Projekt. Wenn Sie beenden, was Sie angefangen haben, das ist quasi meine Lose Condition. Wenn das hier oben voll ist, ja, diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Kästchen voll sind, habe ich verloren. Das sind quasi die Monate und Advent arbeitet an einer Waffe. Eine Art Kalender, einem Advent-Kalender. Okay, ich zeig selbst, wo es rausgeht. Aber, Spaß beiseite, wir haben noch Zeit, wie ihr hier oben seht, deswegen scannt ihr weiter. Trimmer sind weggeräumt, sehr schön. Wir haben ein paar Vorräte bekommen, aber bei weitem nicht genug. Energieverbrauch erreicht. Außerdem haben wir einen maximalen Energiebrauch. Hier ist eine Spule, das ist sehr schön. Eine Spule heißt, dass wir hier viel mehr Energie rauskriegen. Ich würde gern noch was freiräumen hier. Yep. John Marston. Du räumst hier frei. Und wir scannen derweil weiter für weitere Vorräte, bevor wir Kontakt machen. Der Testbereich ist bereit, Commander. Wir können den Schädelstecker auf Ihren Befehl bauen. Oder auch nicht. Jo. Willkommen im Testbereich, Commander. Es schien eine gute Idee zu sein, unsere experimentelleren Konzepte zu isolieren. Vor allem in Bezug auf die Waffenentwicklung. Experimentelle Granaten sind natürlich Gold wert.
Ansonsten hauen wir direkt rein. Ich lasse das Team sofort daran arbeiten, Commander. Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn wir Fortschritte machen. Munition und Granaten sind wichtig. Schädelstecker ist zwar auch wichtig, aber Munition und Granaten, das hat erstmal Vorrang. Strategische Ressource gefunden. Okay, wir haben strategische Ressourcen gefunden. Das ist sehr schön. Und jetzt können wir den Kontakt herstellen. Nachdem wir die Informationskosten zur Herstellung des Kontakts beglichen haben, müssen wir die Region ein paar Tage lang scannen, um die Widerstandszelle zu finden. Natürlich. Sobald wir sie gefunden haben, haben wir die neue Region erschlossen. Commander, anhand der bislang vorliegenden Informationen konnten wir eine Widerstandszelle in dieser Region ausmachen. Der Scan zur Ermittlung ihrer exakten Position wird jedoch noch eine Weile dauern. Und wir haben Brandgranaten! Oh yeah! Brandgranaten sind toll. Niedrige Einnahmen, ich weiß. Wir haben das dunkle Event alle gesehen. Okay, Testbereich. Wollen wir direkt was Neues wählen? Shadowstecker 7 Tage. Wir machen lieber nochmal Granaten. Granaten sind so wichtig in diesem Spiel. Ich lasse Sie wissen, sobald das Projekt einsatzbereit ist. Alles, was explodiert, ist wichtig in diesem Spiel. So. Ich schätze, das Ergebnis hätte ich nicht vorhersagen können, aber es ist faszinierend. So, und jetzt fangen wir langsam an. Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. Neue Waffen sind immer gut. Hallo, ich bin der Ron. Wer seid ihr? Hinzugefügt. Okay, sehr schön. Commander, wir haben gerade erfahren, dass der Widerstand eine Advent-Nachschublinie eingegriffen hat. Dies gibt uns die Chance, wertvolle Materialien zu bergen, wenn wir zuvor die Alien-Einheiten vor Ort ausschalten. Commander, wir haben den Kontakt zum lokalen Widerstand hergestellt und können die Alien-Geheimeinrichtung auf Ihren Befehl hin angreifen. Ich habe ein Auge auf alle unsere Einsätze, Commander. Unsere Leute stehen bereit und erwarten Ihre Befehle. So. Wir haben ein größeres Team zur Auswahl. Ich werde es anführen. Zusammen mit... wir sollten noch was bauen. Wir sollten schnell noch so ein Mimic Beak bauen. Können wir aber nicht, weil wir brauchen dazu noch gesichtslose Leichen. Ah! Schade, schade, schade. Aber sonst, okay. Schade. Ich werde ja vorangehen mit dem Schwert. Hinter mir Jill mit dem Granatwerfer. Jill, wie bist du Ups. Neue regionale Kontakte gefunden. Ups. Das wollte ich nicht. So, jetzt nochmal. Jill, wie bist du geskillt? Mit Unterstützungsfeuer und Zerfetzen. Okay. Du bist auf Sprengschutz geskillt. Würde ich sagen, gebe ich dir die Brandgranate. Ich werde das Ding behalten und ansonsten haben wir noch ein paar Granaten übrig, das ist gut. Link hat Navi jetzt dabei. Da, da, da. Wir haben aber auch noch Waffenverbesserungen, habe ich vorhin gesehen. Was haben wir denn? Wir haben einen fortschrittlichen Mehrlader mit einer Sofort-Kill-Chance und eine Magazinerweiterung. Die Magazinerweiterung ist für unseren Scharfschützen. Bitteschön. Und die Sofort-Kill-Chance... wem geben wir die Sofort-Kill-Chance? Am besten dir. Ja. Hier geben wir diese Fortkill-Chance. 10% Chance beim Killen Gegner sofort zu töten. Das klingt doch schon mal richtig gut. Da, auch wenn die Musik richtig episch ist, will ich doch ein klein wenig sie runter machen. Nur ein klein, klitzeklein wenig. So, das sollte passen. Dann starten wir mal den Einsatz. Da. Kommt mir heil wieder, Leute. Rottet sie aus.
Ranger eingesetzt. Man ist bereit für Einsatz. Die werden gar nicht wissen, was sie trifft. Wir haben einen Hinweis auf einen Alien-Konvoi mit wichtiger Fracht erhalten. Und der Widerstand konnte einen der Transporter lahmlegen, bevor Advent sich neu formieren konnte. Sie werden den Standort abriegeln, aber die Chance dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Wir müssen das Gebiet sichern, alle Feinde ausschalten und die Fracht bergen. Alles klar, Central. Wir gehen rein und holen das Gefahrengut raus. Zumindest, was wir nicht sprengen aus Versehen. Ich hoffe, dass ich in dieser Mission keinen Timer habe, weil... Ich weiß nicht. Der Timer gibt schon so ein bisschen was vor, aber... Was ich gelernt habe, ist, dass der ein bisschen zu oft verwendet wurde. So. Dann wollen wir mal loslegen. Oh yeah, ich sehe schon mal eine erhöhte Plattform, das ist sehr schön. Menace 1-5, der lahmgelegte Advent-Konvoi ist direkt voraus. Angreifen und alle Feinde ausschalten. Ah ja, Sir, wir haben keinen Timer, das heißt, wir können uns in dieser Mission richtig ein bisschen Zeit lassen und nicht so Bullshit, wie es letzte Mal passiert. Okay, haben wir eine erhöhte Sniper-Position. Ich habe vorhin eine gesehen, hier. Das ist gut. Das heißt, wir bringen unseren Sniper Julie auf diesen Weg. Am besten mal hier in Deckung. Feindlicher Trupp geortet. Okay, da sind schon Feinde. Aber wir sind noch verdeckt. Link. In Deckung. Feuerschutz. Elizabeth, unsere kleine Depri-Frau. Bin auf dem Weg. Du darfst dich hier hinten in Feuerschutz begeben. Für den Fall, dass sie einen von uns sehen, werden sie direkt über den Haufen geballert. Warhawk. Wow, Jill hat den Spitznamen Warhawk bekommen. That's affirmative. Eigentlich nicht schlecht. Du darfst dich hier in Feuerschutz begeben. I'm on it. Und ich selbst als Scout möchte eigentlich nicht zu nah hin. Hier ist keine gute Stelle mehr, wo ich Feuerschutz hätte. Dann muss ich nehmen, was da ist. Zielposition vor. Okay. Schauen wir mal, was die Aliens machen. Oder wir schauen es nicht, weil die Kamera nicht mitgeht. Okay, die Aliens scheinen, zumindest was ich hier jetzt gesehen habe, nicht in irgendeine Richtung gegangen zu sein. Das ist sehr schön. Das heißt, wir können dich mal hier oben platzieren. Und los jetzt. Okay, da sind sie. So, hier ist relativ viel Feuer. Da muss ich aufpassen, dass da... Bestätigt. Nicht aus Versehen mir einer abfackelt. Das ist nämlich ziemlich ungünstig. Überwachung läuft. Link, du hast hier einen Baum. Okay. Okay, hier ist auch noch ein bisschen Deckung. Schön aufpassen aufs Feuer. Schön aufpassen, chill. Und hier hast du auch noch volle Deckung. Sehr schön. Was machen die Aliens? Sie haben nichts gemacht. Das ist gut, das ist sehr gut. Das heißt, dich können wir jetzt erstmal auf... Bestätigt, Überwachung läuft. Overwatch stellen. Das sind die ganzen Vorräte. Die Alien-Patrouille ist nach rechts gelaufen, wenn ich das richtig gesehen habe. Los geht's. Oder richtig gehört habe. Die Fußspuren sind auf jeden Fall leiser geworden. Bis jetzt noch relativ ruhig. Das gefällt mir nicht. Ich gehe nur ungern an ein Auto hin, wo es brennt daneben. Aber hey. Im Krieg hat man nicht so viele Auswahlmöglichkeiten, ne? Okay.
Link. Du hast eigentlich genug Deckung von den anderen, das heißt, du kannst dich dahin begeben. Auch Overwatch. Das heißt, du kannst in Links Deckung vorrücken. Wo sind sie? Ah, da kommen sie wieder. Hallo? Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Die Frage ist, siehst du von da oben jemanden? Was für einen Schusswinkel hast du? 90%. Das ist sehr gut. Ich stelle mir auf Overwatch, ja. Gebe Feuerschutz. Da will ich keine Splittergranate dafür vergeuden. Da ist Feuer. Das wäre eine scheiß Idee, da hinzugehen. Also gehen wir mit dir mal dorthin. Schöne Entdeckung. Du kannst auch einen sehen. Was für eine Zielchance hast du? 70%. Okay, das ist gut genug. Das ist gut genug. Du kannst... Wenn du von hier gehst, werden sie dich nicht sehen. Der Baum deckt deine Sicht ab. Nein! Er hat dich gesehen. Okay. Feuer eröffnen! Schaltet sie aus! Boom! Oh yeah, 5 Schaden. Und weg mit dir. Freundchen. Hi. Rücke zur Zielposition vor. Mein Name ist Ron. Und das ist meine Schrotflinte. Ah, er steht noch. Was ein hartnäckiger kleiner Bastard. Die Granate reicht nicht und ich sehe ihn nicht. Das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich schlecht. Wen habe ich noch? Okay, du bist auch noch da. Und du siehst ihn sogar. 43%ige Chance. Das ist nicht gut. Und du kannst auch nicht mehr laufen, stimmt's? Link, schaffst du es irgendwie mit der Granate doch noch in die Nähe zu kommen? Ohne vielleicht gerade mich auszuschalten, wenn es geht. Nein. Unterstützungsfeuer wäre eine Möglichkeit. Hätte ich überhaupt irgendwie einen Winkel, dass ich nur ihn treffe, aber nicht... Ah, ist vielleicht ein schlechter Einfallswinkel. Warte mal. Okay, so würde ich nur ihn treffen, aber das Auto würde mit Sicherheit Feuer fangen. Fuck it! Deckung, Ron! Das geht hoch! Close Combat. Gesprengt. Okay. Und Link, du darfst in Deckung gehen. Ja. Ich weiß, dass da Feuer ist. So. Jetzt, da wir gesehen haben, dass die Feinde schon mal weg sind, solltest du nach dorthin. Wir haben noch genügend Granaten übrig, also konnten wir uns das schon erlauben. Ärgerlich, dass es jetzt gerade mit dem Grenadier war. Okay, da sind unsere Kisten. Das ist die Ausrüstung, für die wir hier sind. Wir müssen aufpassen, sie nicht zu beschädigen, während wir das Gebiet sichern. Und da sind Truppen. Die Zufuhr menschlicher DNA zeigen diese einst als dünner Mann getarnten Kreaturen ihre wahre Form, die einer reinen Reptilienspezies. Da sich die Aliens nicht mehr verstecken müssen, brauchen sie keine Infiltrationseinheit mehr. Okay, wir haben sie gefunden. Ob das gut ist, sei mal dahingestellt. Da ist zwar nur halbe Deckung, aber das ist okay. First things first. Eine schön gezielte Blendgranate. Gucken, ob ich alle erwisch. Ah, die Schlange ist gut in Deckung da hinten. Die erwische ich nur sehr schlecht. Hm.
Wenn wir diesen da vorne ausschalten könnten. Was hast du für eine Streifenbrause? 67%. Okay, go for it! Oh yeah! Das dürfte unseren Job vielleicht schon ein bisschen leichter gemacht haben. Er ist noch nicht tot. Darf man nicht vergessen, er ist nicht tot. Aber... Bin schon unterwegs. Er hat Schaden bekommen. Na, 23% ist jetzt nichts. Und du kannst nicht so weit ballern, ne? Nee, kannst du nicht. 59%, komm! Säbel ihn um mit deiner Gatling des Zorns! Oh yeah, an die Wand getackert! Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Nämlich... Ja, 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 habe ich gesehen, du hast kaum noch Muni. Aber jetzt können wir die anderen zwei hier mit einer gut gezielten Blendgranate Sterne sehen lassen! Was war das? Ihr hört... Oh, ihr hört nichts mehr? Das tut mir leid. Nicht. 29%, 28%, nee, das ist nix. Wen haben wir denn noch? Meiner einer. Begebe mich zum Ziel. Vorrücken. Einkesseln. Und Link. Komm. Hau ihn um! Na. Schade. Ja, das haben wir alle gesehen. Gucken wir mal, was ihr zwei Hampelmänner macht. Feuerschutz. Daneben. Okay. Die Schlange ist im Feuerschutzmodus. Erreiche ich beide mit einer Granate? Wahrscheinlich eher nicht. Okay. Was sagt dein Scharfschützengewehr? Siehst du einen von den beiden? 30%. Beides nicht gerade grandios, gute Schüsse. Aber hey! No risk! No fun. Schade. Nicht mal knapp. Ja, das haben wir gesehen. So, das Problem ist, du hast Schild, also du hast Rüstung. Das heißt, dir sollte es eigentlich nicht so viel ausmachen, wenn du von ihm getroffen wirst, dann okay. Testen wir es, komm. Oh, das ist nicht getriggert. Das ist gut. Das ist sehr gut sogar. Aber Link wird es wahrscheinlich triggern. Aber ich muss näher ran. Ja, war klar. Ah, sehr schön. Nur ein bisschen die Deckung gekürzt, aber... Das halten wir aus. 50%, 39%. Schaffen wir es von hier ordentlich zu flankieren, ist die Frage. Der Baumstumpf ist im Weg und die Schlange hat zu viel Deckung. Mit der Granate kann ich die Schlange erwischen oder ihm die Deckung nehmen. Ich könnte aber auch beide erwischen. Aber das wird nicht so viel bringen. Was würde deine Granate denn bringen? Deine Granate hat eine höhere Reichweite. Aber nicht genug Reichweite. Und deine Brandgranate reicht auch nicht. Okay. Hm. 52%? Nein, kein Risiko. Granate! Komm schon! Oh yeah! So will ich das sehen. 4 Schaden. So. Können wir dich vorziehen? Du siehst von hier leider nichts, das weiß ich aber. Und du brauchst einen guten Winkel, um den zu unterdrücken.
Von wo hättest du vielleicht einen guten Winkel? Hier. Einziges, was ich denke, was du einen guten Winkel hättest. Also, Unterstützungsfeuer. Los, tacke ihn fest. Oh yeah. Und was anderes als draufballern. Ah, ausgewichen. Schade. Versuch's was wert. Ja, das musst du. Ja, hab ich gesehen, ist okay. Ja, guck nur raus, während die Kugeln dir um die Ohren fliegen. Daneben! Can't touch this. Was machst du jetzt? Wo versuchst du denn? Ah, Gift! Dein Ernst? Miese kleine Ratte. Miese kleine Giftratte. Okay, Ron. Verstanden, bewege mich zum Ziel. Deine Zeit zum Schein. Ach, verdammt, da sind noch welche. Das hätte auch besser laufen können, aber erstmal. Hi. Ach, gestreift! Nein! Nur gestreift, das ist nicht gut. Ich glaube, ein Stück habe ich erwischt. Ja, ein Stück ist nicht gut genug, das Mistvieh muss sterben. Jill, zeig, was du kannst. Du hast hier 70% drauf. Auf den anderen ist wahrscheinlich kaum was, oder? 50, ja. Na komm, 70%. Wir müssen sie langsam aber stetig ausschalten. Jill, warum? Ja, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nicht gut. Bestätigt. Rücke aus. Du hast keine Munition mehr, aber du hast Granaten. Aber deine Granate reicht nicht so weit. Und Link kann sich nicht so weit bewegen. Was soll das eigentlich? Was für eine Prozentchance hast du? 9% zu treffen. 9. Wow. Heading to that location. Da bist du mehr oder weniger jetzt ein bisschen offen, aber 10%, ist das dein Ernst? Gute Idee. Du hast hier 50, 21. Deine beste Chance ist hier mit 50, oder? Komm. Ah, danke. Wenigstens auf dich ist Verlass. Sehr gute Arbeit, Julie. Erledigt. Sehr gute Arbeit. Ich habe noch hier meine Granate. Aber die Granate wird nicht so viel bringen. Oh, natürlich, ich zünd sie an. Mir reicht's. Niemand vergreift sich an meinem Squad. Brenn! Sehr schön. Und Link, du ziehst dich zurück. Good night. Dear Princess. Heute Abend gibt's Schlange am Spieß gegrillt. Okay. Du machst wahrscheinlich einen Zombie? So leicht kriegst du Jill nicht unter Einfluss der Gedankenkontrolle. Die hat schon ganz andere Sachen überlebt. Okay, was ist jetzt mit dem Rookie? Das war
Hast du wohl gedacht, ha? Ja, ich weiß, du bist vergiftet. Ich hab's mitbekommen. So. Du bist da ziemlich außerhalb von Deckung. Und dich kann ich vorziehen. Du brauchst keine Munition. Denn die Munition hast du dabei. Ich sehe, ihr habt da schöne Deckung. Es wäre eine Schande, wenn ihr was passieren würde. Granate! Schluckt! Den hier! Oh ja. So. Link, ich weiß, du bist angeschwächt, aber kannst du dieses Ding hier holen? Komm schon. Wir brauchen alles, was wir gebrauchen können. Ereriumkern, sehr schön. Neue experimentelle Waffen und alles. So. Du musst nachladen, ich weiß. Waffe geladen. Nur für den Fall, dass der jetzt noch überlebt. Ich glaub's zwar nicht, aber man weiß ja nie. Okay. Habe ich dir schon mein Schwert zugezeigt? Horrorcore! Du bist nur Dreck auf meiner Klinge. Feind neutralisiert. Menace 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Menace 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Nur Link hat ein bisschen Gift gefressen. Aber das ist okay. Das ist nicht das erste Mal, dass er Gift abbekommt. Sehr schön. Sehr schön. Kein Tod. Die Mission ist erfolgreich. An eurem Zielkunst muss man noch ein bisschen üben, Leute, aber ansonsten, ich bin stolz auf euch. Die Getränke gehen auf mich in der Bar. Gehen sie sowieso, das weiß ich, aber rein symbolisch gesehen, sie gehen auf mich heute. Oh yeah. Wie zufrieden sie da sitzen, so wie wir haben es drauf. Werd nicht überheblich, die letzte Mission habt ihr alle voll verkackt. Vor allem ich. Ja. Der, wo am zufriedensten hier guckt. Aber das ist okay. Dann schauen wir mal, wer sich alles eine Beförderung verdient hat gleich. Die endlose Geschichte der Lade. Des Ladebildes. Oh. Sehr schön. Hat direkt weitergeschaut. Musst du nicht mehr was drücken. Wir sind... Commander, es ist gut für die Moral, wenn wir eine Mission so perfekt abschließen. Wir sind Menace 1-5. Okay, Link. Du darfst Sanitäter werden. Du bist nur leicht verwundet, ich weiß. Und in 6 Tagen bist du wieder bei uns. Johnson? Du bist dafür zuständig, Deckung auszuschalten. Mach uns stolz. Und meiner einer... Ich werde ein Klingenmeister. Ein Samurai der alten Schule. Jeder, der in meine Nähe kommt und ein Gegner ist, glaubt mir, er wird sterben. Wir haben ziemlich viel Zeug mitgenommen, den Iridiumkern, was sehr gut ist. 150 Vorräte, oh je. Yeah. Alien-Legierungen, ja! Wir können endlich die Rüstung erforschen. Viper-Autopsien und Betäubungsautopsie, sehr schön. So, eine erfolgreiche Plündermission und das Ganze sieht schon wesentlich besser aus hier. Und ich sagte doch, hoher Rat, auf uns ist Verlass, das XCOM-Projekt wird nicht scheitern. Mein Name ist Commander Ron und danke, dass ihr uns beigestanden habt. Mit Rat und Tat. Therapieklinik. Ein paar Minuten unter dem Central, man ist jetzt topfit. Nicht. Schade, dass man dafür einen Chip braucht. Danke, dass ihr beigestanden habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn wir das nächste Mal versuchen, die Welt zu retten und die Vollendung des Advent-Kalenders unterbrechen. Lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und mein Name ist Ron. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.